Hallo YouTube, herzlich willkommen in einer spontanen Testnacht. Ich versuche Rise of the Tomb Raider gerade zu spielen und teste nebenher die Vega. Ich versuche zum nächsten Ziel zu kommen. Ich versuche es. Verdammt nochmal. Wo geht denn das hier weiter? Hä? Guck mal, da ist das Ziel. Ist es nicht traumhaft, dass das da hinten ist? Aua. Morgen mal Loche, so ein Mist. Ja. Machen auch heute nicht ewig. Aber wir testen zumindest mal beide Settings ein bisschen aus. So, gucken wir jetzt nochmal, ob wir woanders hin müssen. Hast gerade eine 1060 verkauft. Und was soll es dann sein? Ja, ich weiß nicht, welches Lager soll ich denn sonst noch nehmen? Das da. Klippenausblick. Das ist es. Das muss das Lager sein. Das ist das Lager, was ich suche. Das hier ist unser Setup. Ryzen 5 2.6 4,1 GHz Vega 64 Nitro Plus Sapphire. Dieser Riesenkarton ist so big. So wird ein Schuh draus. Jammern. Soll's nicht jammern. 450 Watt. Was? Wer bist du denn? 120 FPS an der Stelle. Was ist denn da los? Glasgehäuse. Naja, es ist nur Kunststoff. Es ist aus der Not geboren. Da sollte eigentlich ein Fatripper-System rein, aber die Belüftung hier oben, die Abluft hier oben, war nicht langzeittauglich für intensive Rendering-Aufgaben. Und darum habe ich das Gehäuse dann übernommen und wir haben das Ganze in einen zu teuren Corsair umgezogen. Gibt es auch als Bastelnacht. Illuminator zieht um. Auf Ravioli Extras. Hier geht's also lang. Na dann. Yay! Was? Da muss man doch abspringen auf halber Tour, oder nicht? Oder so. Tüdün! Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest. Definitiv machen wir große Fortschritte, Kinder. Ich möchte das jetzt nicht lesen. Ist jetzt auch nicht so spannend. Aber hier geht's lang. Wahnsinn. Ups. Dramatische Musik. Metallbarrieren. Zerstören Sie Metallbarrieren mit Sprengladung. What? Wie platziere ich Sprengladung? Damit. Schalalalalalala. Bums. Zelda. Gibt's das Fractal Meshify noch bei euch oder ist das schon aus der Bastelhölle entfernt? Ne, das ist noch da. Da steckt der 5 GHz i5 drin. Penne, was geht? Erdbeben, hallo. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum du bist nur ein Mensch, ja. Wir sind alle nur Menschen.
Reggie, alles klar. Ja, es geht so langsam wieder in die richtige Richtung, sag ich mal. Ich habe hier nur eine halbe Stunde rumgeeiert, um den Weg zu finden. Darauf noch nein, kein Sprenggeschoss. Aber ja. Das geht so. Ist das Spiel laut genug für euch oder ist es zu lause oder? Guten Abend, Freelancer. Hallo. Ich grüße euch. Herzlich willkommen in diesen Gefilden hier. The Rise of the Tomb Raider. Ist das denn noch 1440p? Nein, ist es nicht. Ist von den FPS hier viel zu hoch. Too much FPS over Paradise. Warum ist das so? Weil ich einmal rausgetappt bin. Ja, da verliert er den Overscan, Klimbim, Tralala. Schieß mich tot. Na egal. So, wir gehen einmal weiter. Nicht von hier. Jo. Hep. Und hep. Und hep. Und Well! Das war nicht das, was ich erwartet hatte. Ich wollte das doch nur wegsprengen. Hopp! Damit habe ich nicht gerechnet. Geheimnisse entdeckt! Wupp, wupp. Was gibt's denn hier? Ein Dokument. Ein Überlebensversteck. Aha. Safe Zone. Setz dich hin. Jo. Ja. Okay. Die Frau hat auf jeden Fall stramme Oberschenkel, du. Steh auf! Worüber denkst du nach? Mann. So. Bisschen verkrampft, ja. Da hinten ist doch was. Wie kommt man da hin? Hep. Vielleicht einfach von da unten springen. Geh runter. Ja! Geht doch. Moin, habt ihr Bastian nicht auf YouTube entdeckt? Muss ich meinen 35 mich doch noch bei Twitch anmelden? Yeah, Schlemiel. Das freut mich. Warum denn nicht? Es gibt auch hier anderes Programm. Als nur schreiende, fluchende. Geräte. Ich meine, ich fluche auch, aber. Schön, dass du da bist. Silent Germany. Hallo. Da steht einer. Freund oder Feind? Oh, jetzt setzt der Regen auf einmal ein. Atmosphärisches Highlight. Ich habe das Spiel bei 100% alles gefunden, alles erledigt. Aber auf der PS4, ja. Ja, meine Kumpels, die haben das auch alle auf 100% durch. Ich nicht. Whoop! Gute Nacht, Wolfi Dodger. Aber ja, die sind erledigt. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen. Ja, einer hat sich ergeben. Unsere Typen haben zugesehen. Musste ihn ausgeben. Bringen Sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Aber jemand Spaß haben. Ich gehe mal nachsehen. Bin gleich zurück. Okay. Komm mal gerade von der Elternbeiratssitzung. Nervig aufreibend. Aber mit Pizza und Cracky geht's gleich viel besser. Yay! Ach, da steht ja noch einer. Ah, das ist schon gemein, ne? Aber kann man mal machen.
Könnte Scharfschütze werden, ja. Aber nur stehende Ziele. Eine Falle? Will man hier eine Falle machen? Nee. Schönes Martinsfeuer hier. Wobei, das sieht irgendwie gar nicht so gut aus. Gibt's bei euch Martinsfeuer? Hier gibt's nämlich kein Martinsfeuer. Ich bin, das ist Kulturschock für mich, dass es kein Martinsfeuer gibt. Dafür gibt's Osterfeuer. Was ich wiederum vorher nicht gekannt habe. Beides bei euch. Holy shit. Solche Regionen gibt es auch. So. Macht das irgendwo Sinn? Ich kenne so Sonnenwendfeuer. Habt ihr einen Spielmannszug? Hier trompetet mal einer, da macht mal einer dies, da macht mal einer das. Ja, aber nicht so richtig ausufernd. Also irgendwie macht jeder so seine Veranstaltung, seinen Umzug. Aber so richtig so mit Dom, 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 Dom. Leider nicht. Also ich vermisse das total. Aus meiner Kindheit, das war meine alten Heimat für mich einfach viel schöner. Und was gibt's zu naschen für die Kinder? Gibt's den Wegmann oder gibt's einen Brezel? Hier gibt's Brezeln. Ich finde die ziemlich widerlich. Und als Kind gab's den Wegmann. Eine Gans! Hey, yo, guy, what's going on? Bam! Was? Guck mal weiter in die Wand rein. Da ist jemand, ne? Meine Güte, ey. Quarkgans. Brezel ist doch super. Ich finde, da ist viel zu viel Zucker drauf. Quarkgans? Eine Quarkgans? Okay. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt, ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity... Sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, Arsch. Bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Aha. Na denn. Also, diese Martins Gänse, das ist jetzt wieder mal gänzlich neu für mich. Ja, die Vega ist ziemlich schön. Ich finde die auch toll. Guck mal, Rip. So in Full HD ist schon okay. Geht auch in 1440p. Alles auf Anschlag. Aber ich werde gleich nochmal das Silent BIOS auschecken. Weil Stromverbrauch ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, hier gibt es den Wegmann, den gibt es dann hier an Nikolaus. Und ich kann mich als Kind gar nicht erinnern, dass es irgendwelche Nikolaus-Events gab. So pauschal. Wer funkt da? Elon Musk? Wahrscheinlich. Der Elon. Was kostet die Karte? Ja, aktuell wieder 490. Wir werden ein Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Roger, Roger. Also hier, ne? Ryzen 5, 2.6 auf 4.1 und die Vega 64. Haben deine Vegas Spulenfiepen? Sie machen Spulenfiepen, ja, aber... ich weiß nicht. Das ist jetzt nicht so massiv. Ich kriege das Mikrofon. Warte mal, ich könnte das Mikrofon ja einfach aus der Angel nehmen hier.
Oder auch nicht. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich geh mal mit dem Ohr ran. Also das ist jetzt nicht so massiv störend, nein. Ist die langsamer oder schneller als eine 1080? Ich glaube, im Mittel ist ein Ticken langsamer. Du hast aber halt den Vorteil, dass du FreeSync nutzen kannst. Bitte hau mal einen guten Tipp für ein Mech-RGB-Tastatur raus. Oder bist du mit deiner eher nur zufrieden? Ja gut, das RGB-Bling-Bling-Ding, das benutze ich ja nur hier oben. Die finde ich eigentlich ziemlich in Ordnung, aber ist auch sehr teuer. Das ist diese Cooler Master Lite Master Keys RGB. Die habe ich auch getestet. Gibt es ein Testvideo zu. Ja, die schauen sich natürlich an, das ist ein bisschen dumm. Okay, jetzt haben wir Halligalli. Shotguns, baby! Take no prisoners! Ach so, sorry! Regie! Oh Mann! Jetzt habt ihr die ganze Action nicht gesehen! Fuck! Tja! Sieht aus wie ein Bastelstream, ja. Scheiße. Och Mann. I'm sorry, Leute. Naja, sind alle kaputt, ha? Huh? Raytracing wird man das Spiel jetzt in meinen Augen sehen. Hm. Gibt's denn irgendwo einen Safe Spot? Ich würde gerne mal das BIOS wechseln. Ich dachte, das ist passiv viel geiler. Ja, einfach nur den Ton, ne? Auch gut, oder? Angespanntes Gesicht. So, PUBG auf Low testen. Damit wir ins CPU-Limit laufen, oder was? Ich weiß nicht, ob es geupdatet ist. Müssen wir gleich mal gucken. Gibt's denn hier irgendwo mal ein Feuerchen? Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Und dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Okay, mit der. Fuck. Oh.
Gute Nacht, Tandor. Danke fürs Einschalten. Sieht ja alles gleich aus, ja. Ist ja noch einer. Ach, da hinten. High dramatic music. Helmträger. Klettern Sie auf die Kathedrale, um den Eingang zu finden. Well, that's great. Hat das Spiel den jetzt mal zwischengespeichert? Ja, Pfeil und Bogen macht sau Bock bei dem Spiel. Denn das Funkgerät durch die Gegend schmeißen. Tja, was habe ich kaputt geschossen? Cranky konzentriert. Bester Clip. Ich denke mal, das Spiel wird gespeichert haben. Daraus kann man Sprengfallen bauen. Ach so. Danke. Wir schalten mal um. Wir merken uns mal so die... Ja, 15, wir hatten 1550 in etwa, 1580 so. Und 450 Watts. Jason Watts. Bei der Stelle hast du gestruggelt. Einmal runterfahren, bitte. Schon spät, ne? 23:30, meine Güte. Meine Güte, Leute. So. Einmal hier. Hallo Cranky, erstmal 4-3 gespielt. Mann, ist das schwer. Nee, ich habe gehört, das soll nicht so gut sein. So, und dann legen wir hier den kleinen Switch um. Das hat halt überhaupt nichts mehr von den vom ersten. Wenn man den Switch denn sieht. Hallo? Da. So. Den kleinen Pinöbel umgelegt auf 210 jetzt. Und dann gleich mal wieder anmachen. Gleich mal wieder anmachen. Arschrock. Ansonsten geht's euch gut? Ich wollte das Geteste eigentlich schon die ganze Woche gemacht haben, aber es gab abends immer so geile Ravioli-Streams. Die haben mich pauschal davon so ein bisschen abgehalten, weil mir so viel Spaß macht, dazu zu gucken. Hey, yo, Shelter! Shelter! Haben wir das Herunterladen im Background aktiv? Weil sonst bringt das alles nichts, wenn ich hier Tomb Raider spiele. Was ist das für eine Grafikkarte? Das ist die Vega 64 Nitro Plus aus dem Hause Sapphire. Downloads. Während des Spielens erlauben. Ja, genau. So, super, okay. Steam, Spiele. Wo sind die Downloads jetzt wieder? Anzeige. Das Spiel muss noch geupdatet werden. Wo sind die Downloads? Aber irgendwie komme ich gerade nicht dazu. Geil, ne? Unter Bibliothek. Ah, jetzt, ja. Guck mal da unten jetzt. Wunderschön. Ja, lad du das Spiel mal runter. Ich starte jetzt das hier wieder. So. Afterburner. Zack.
Rechtsklicker und Spielern müsste zerstehen. Downloads verwalten. Ja, das ist ein guter Hint. Das muss ich mir mal merken. So, jetzt stellen wir aber auch wieder hier richtig Power ein. Richtig Party. Mit 1440p. Hast du wieder vergessen, dass ich DSR mache? Hast du es vergessen? So, ich mach mal Bubu. Ja, Zwigge! Du alte Socke! Alles Gute, erhol dich gut. Eine angenehme Nacht. Wusstest du auch mal was? Siehst du mal. Siehst du? Ich weiß auf keinen Fall alles. Das wäre alles ziemlicher Quatsch. So, wir machen es mal wieder aus und wieder an. Weil eigentlich war es noch angeschaltet. Aber neues BIOS und so. GPU-Z. Schauen wir mal. Das ist jetzt ist das Silent BIOS aktiv. Das ist dann auf 210 Watt Board Power Limit. Hast du das Nachladeruckeln in 4K mit der Vega auch so wie ich mit der 2080? Nachladeruckeln? Was genau meinst du? So, 1440. Ich glaube, da muss ich den aber doch einen Ticken größer machen. Spielen. Hatte bei einer 2018 4K dieses Ruckeln wegen den 8 GB Speichern. Ach so! Ach so, meinst du das? Hatte ich ja jetzt beim Crossfire überhaupt nicht feststellen können. Jetzt ist das so klein, ne? Doch so klein jetzt. Das ist so blöd. Jetzt kann ich raustappen, wieder reintappen, dann habe ich wieder nur Full HD. Ich glaube, die kommen halt besser klar mit dem DirectX 12 Renderpfad. So, guck mal, fast 1500. Und guckt euch den Stromverbrauch an. Fast 100 Watt weniger. Ja gut, das sind in Summe 80 Watt. 80 Watt, 80 Megahertz. Also ist wohl keine Frage, welches BIOS man nehmen sollte, oder? Hast du einen Timespy? Nee. Da geht's hoch, okay. Ah, da wäre eigentlich was anderes angebracht gewesen. Habt ihr euch lieb. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor. Meine das ist die böse Wichtin. Trinity, als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit. Konstantin und ich. Als wir nur uns beide hatten. Okay. Thanks for the fish. Gute Nacht, Proteus. Danke fürs Einschalten. Jetzt mach doch das Ding. So. Da ist das Ding.
Aber ist krass, ne? Also das ist der Unterschied. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, was man da verschenkt. 3% Leistung oder so? 2-3% Leistung vielleicht? Cozy, gute Nacht, danke fürs Einschalten. Es ist eine Frau im Tal aufgetaucht, die weder zu uns noch zu Ihnen gehört. Ich habe sie in der Nacht gesehen, in der Elias starb. Sie kämpfte gegen die Männer, die uns verfolgten. Unsere Späher haben meinen Vater und diese Frau gemeinsam gesehen, in Freiheit. Niemand weiß, was sie will oder ob wir ihr trauen können, aber wenn sie meinen Vater zurückbringt, hat Gott uns vielleicht noch nicht verlassen. Herzanfall, so pauschal kann man das nicht sagen. Leider. Ich komme mit den Astrok-Boards sehr gut zurecht und den Biosen. Ich meine, ja klar, die MSIs, die haben schöne Funktionen für automatisches RAM-Takten und so. Das ist ganz nett, was man halt ausprobieren kann. Was will man denn hier? Zwei Pfeile? Doppelschuss? Feuern Sie gleichzeitig bis zu zwei Pfeile auf zwei separat anvisierte Ziele ab, während Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Gute Nacht, Proteus! Pistolenexperte, komm, was auch immer. Scheißegal. So. Jetzt gehen wir mal auf Full HD. Ups. 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 Das ist ja dann wirklich vergleichbar mit gerade eben. Ja, okay, knapp 390 Watt. Wenn ich bedenke, was der Mattis auf so kack Bibern rumgeballert hat. Bei Far Cry. Natürlich. Ich muss jetzt bei dieser Szene, wo du jetzt hier so hochkletterst, irgendwie an den Robin Hood Disney Film denken. Waschbären. Ja, Waschbären, irgendwie sowas. Hi zusammen. Wie ist es eigentlich mit ARM4, Mainboards und den Chips, sagen wir mal, in XT70? Die 3000er darauf laufen? Ja, sollen sie. AMD hat zugesagt, bis 2020 sollen die Chips auf ARM4 auch laufen. Ob die natürlich wieder irgendwelche Vorzüge integrieren für bestimmte Chipsätze, bleibt abzuwarten. Aber ja, du kannst im Prinzip jetzt ein geiles 370er oder ein 470er Board holen und dann den 3000er später darauf nutzen. Nach einem BIOS-Update. Das ist wieder das, was keiner so recht fassen will, dass man sein BIOS updaten muss. Aber da kann man dann auch guten B450 Board von MSI nehmen. Die haben nämlich alle BIOS-Flashback per USB-Stick. Hier geht's hoch. Ne, die 3000er kommen im Sommer. Ich sag ja nur das, was sie angekündigt haben. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Ja gut, die Serverchips, die hauen auf jeden Fall voll auf die Kacke. Mal schauen, was die Desktop-CPUs dann machen. Ich muss sagen, hab dem Monty schon ewig nicht zugesehen, weil ich die News halt auch lese, die er so präsentiert.
länger nicht mehr eingeschaltet. Irgendwas gibt's da noch zu entdecken. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Na dann. Die CPU-Temperatur soll ich einblenden. Danke. Na klar. Nichts leichter als das. So, ich präsentiere dir nicht nur den TCTRL-Wert, sondern auch den Mainboard-Sensor-Wert. Just for the sake of clarity. Dahin. Ich wurde jetzt auch schon darauf hingewiesen, warum ich nicht die Package-CPU-Temperatur anzeigen würde. Was mir denn einfallen würde. Wollen wir noch die V-Core dazu nehmen? Und die Sockspannung? Nein, kommt. So. Way! Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämpft, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen, aber Konstantin geht kein Risiko ein. Konstantin. Ach, hallo. Schmeiß noch runter. Langweilig. Crazy Dog. Hi. Ah, Silent Bios macht sich gut. Schön. Ganz ehrlich, pfeift da auf die 50 MHz. Ah! Kann man dran denken, dass man E drückt. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ja, wir haben kein Forum mehr, wir haben nur Discord. Da jetzt. Da hoch. Zack, zack. Was hast du verpasst? Nicht viel. Ich habe ein bisschen Tomb Raider gespielt. Ich weiß endlich, wo es weitergeht. Yay! Ja, hier. Mit Vega. Mit der Vega 64 Nitro Plus. Und dem Ryzen 5 26. Auf 4,1 Gigahertz. Du bringst mich um mit deinem Gigahertz. Ich habe mal eine Frage. Kann ich mit dem PC mit dem Ryzen 24G ohne Graphon 8 GB RAM Capture Card streamen? Was ist das? Ach, mit Capture Karte meinst du? Prinzipiell ja, klar. Ich muss aber auch dazu sagen, dass der Rest des Systems sehr sparsam ist. Also die Vega 64 zieht jetzt auf jeden Fall mehr Saft als die 590er. Die TDP richtet sich ja nur an die Chip-Power. Das ist auch dieser Wattwert, den ihr da eingeblendet bekommt. Da ist ja der RAM nicht drin. Da ist ja das Board nicht drin. Die Karte wird sich jetzt trotzdem bestimmt so 280 genehmigen, gehe ich von aus. Der Unterbau ist halt sehr sparsam bei mir hier. Ja, aber 8 Gig. Also der RIP, sein Streaming-PC, läuft auch gerade mit 8 GB. Keine Probleme. Also, das ist schon okay, wenn du mit einer Capture-Karte arbeitest. Klar wären 16 schöner, aber das geht auch mit 8 GB. Balancing-Probleme oder was? So, jetzt hier rüber. Way! Das macht schon Spaß, das Spiel. Da ausbuddeln. Nicht verbuddeln. Also kann ich ein System zum Stream zusammenklöppeln. Ja, klar, kannst du machen. Ja, die Ryzen profitieren vor allem von Dual-Channel-Konfigurationen, ne? Und hohen RAM-Takten. Was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden, was dann? Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen hier geschickt. Göttliche Quelle. Weißt du, also RAM brauchen beide. RAM braucht Intel, RAM braucht Ryzen. Also von der Menge her jetzt. Aber die Firmentypen sagen,
Wer babbelt denn da mit wem? Nein, das bin ich, aber ich glaube... Was wolltest du sagen? Mit wem hat der denn geschnackt? Aber was läuft der RAM auf? 3.2. 3200 MHz, CL14, G-Skill Trident Z. Oder Trident Z. Die Roten da hinten. Na, sieht man gerade schlecht. Wer geht ins Bett? Easy Primax? Ob die Capture Card funktioniert? Ja gut, es wird sich wohl kaum jemand. Ich denke mal, die Elgatos und so, das wird alles laufen. Greif doch an! Was geht denn ab mit dir? Fällt auf einmal so ein Typ vom Himmel. Welche Capture-Karte würde ich empfehlen? Das kommt auf an, was du capturen willst, ne? Willst du 1080p 60 capturen oder so? Ja, die Livegamer HD2 zum Beispiel, ja. Mit den Elgato-Karten habe ich selber keine Erfahrung, eher mit Avamedia. Und StarTech, aber StarTech läuft auf Ryzen nicht. Hopp, 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 hopp. War das jetzt eine gute Idee oder erst da hinten rüber? Das sieht so... Sieht so wie abwärts aus. Aber da kommt man auch hoch. Du hast einen Elgato. Ja, Penner hat einen Ryzen. Und wenn du die HD60 hast, dann ist das so ein guter, so eine gute Sache. Go for it. Na, einfach über Amazon bestellen vorher, ne? Die Raviolinis aufrufen so, ne? Danke. Machen Sie mal hier auf. Schöne Werbeeinlage. Ja, wenn ich bedenke, was der Pasta-Shooter immer für Reklame für sein Instagram und seinen Store und... Hey, hey, sag mal, wie kann man bei der Vega 64 die RGB-LEDs steuern? Ich glaube, das sind gar keine RGB-LEDs. Ich glaube, die gab es nur bei der Limited. Ich glaube, die leuchten einfach blau. Das soll ja angeblich... Irgendwer hat irgendwo geschrieben, dass es mit dem Tricks-Tool gehen soll. Aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass man die einfach nicht steuern kann. Way. Was hat das jetzt gebracht? Was waren da oben jetzt? Ein bisschen Loot, oder? Nun das Warten auf die 3000er. Ja, man kann immer warten bei Hardware. Das ist das Problem. Und jetzt ist meine Glaskugel noch zu schmutzig. Ich weiß es noch nicht. Ist alles sehr vollmundig, aber was es wird, man weiß es nicht. Was macht das blaue Licht? Ja. Mal dies, mal das. Hep! Fakt ist, der Ryzen 526... ist ein super geiler Einstieg in die wunderschöne neue Hochleistungs-PC-Welt, wo man, verdammt nochmal, 6 Kerne, 12 Threads für 150 Euro bekommt. What the hell? Wisst ihr, als ich 2000... Wann war es denn? Wann habe ich denn dieses pures Massaker gehabt? 2015 war es, glaube ich. Als ich 2015 auf 6 Kerne 12 Threads mit Intel umgestiegen bin, da hat die CPU alleine 380 Euro gekostet. Und ich musste ein 200 Euro Board dazu nehmen. Weil es High-End-Desktop war. Und jetzt, guckt euch das an.
Das ist voll cool. Wenn du keinen Bock auf Bastelei hast, holst du den 26X. Wenn du Lust hast, selber zu tweaken und vielleicht nicht das Maximum an Gaming-Performance rauszuholen, nimmst du den 26er. Auf der Originalverpackung steht RGB? Echt? Mensch, dieses Mikrofon da oben. Nitro Glow RGB LED Indicators. Das meinst du, gell? Hm. Okay. Ja, können wir mal. Vielleicht probieren wir nachher das Tricks mal aus. Gucken wir mal. Ja, es kommen auch so viele Kommentare auf das 3200-Euro-PC-Video rein. Das war damals der Keine-Kompromisse-Intel. Da war die GTX 1080 gerade niegelnagelneu. Und da haben wir den 8-Kerner, den i7-6900K reingebaut. Die CPU hat halt 1000 Euro gekostet. Die kostet heute auch noch 1000 Euro. Das realisieren dann aber nicht so viele Leute, dass das Video halt einfach schon 2,5 Jahre alt ist, ne? Normanne, hallo! Grüß dich. Ich glaube, wir sind drin. Ist schon drin? Das war ja relativ einfach. Ist schon ein echt hübsches Spiel, auch heute noch. Hier 100, vielen Dank für deinen Rat. Null Problemo. Gern geschehen und danke dir für die Bits. Ist halt einfach schön, was für ein Leben in den Markt gekommen ist durch den Release dieser Prozessoren. Ich glaube, Intel würde uns heute immer noch mit einem, vielleicht mit einem 6-Kerner im Desktop-Segment abspeisen, wenn AMD nicht so stark zurückgekommen wäre. Veri Matas Gaming, hi! Hep. Was heißt verloren, Commander? Kein Funkkontakt, kein Sichtkontakt, nichts. Dann machen Sie ohne sie weiter. Das ist die Mission unter anderen Formen. Es wird uns wieder unnötige Hilfe. Sie ohne sie erreichen? Aber nicht deswegen allein. Ich brauche taktische Unterstützung. Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle handvoll zu tun. Die hat Power in den Armen, ist unglaublich. Man weiß noch zu wenig über die 3000er im Desktop-Segment. Ich meine, es wird sehr spannend, weil es halt kleinere Fertigungstechnik ist. Ich freue mich natürlich drauf. Preise für Grafikkarten zurzeit richtig mies, findest du? Und die Vegas sind ja endlich mal ein bisschen bezahlbar geworden. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber ich gebe dir recht insofern, dass vor 3 Wochen die Preise wesentlich besser waren. Da ist sie. Er muss da unten sein. Bei mir hält sich das recht in Grenzen. Ja, Geisel nehmen. Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los!
Wow, nice chain reaction. Holy shit, da war gerade irgendeine Einblendung. WTF. Meine Ansage. Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Die Seile wurden nicht gerendert. WTF. Jetzt geht's aber ab hier. Ja gut, wir machen mal hier einen Break. Rise of the Tomb Raider, sehr empfehlenswert, schönes Spiel. Lad mal eben die Sapphire Trick Software runter. Gucken wir doch mal. Das war der falsche Weg. Das ist auch möglich so. Du kannst ja auch so mit der Software das abgreifen, was du gerade am Bildschirm siehst. Da brauchst du keine Capture-Karte. Und der RGB-Kürzer. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Wululu. Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Man kann das BIOS speichern. That's all. Kann natürlich sein, dass ich das jetzt an den anderen Tools hier stört. Sapphire Tricks RGB. How to use Trick 6.1. Adjust LED lighting and noise level. Welche Version war das jetzt? Da, guck mal, da, hier. Da gibt es irgendwelche Mode-Switches. Custom Color, Nitro Glow, bla bla bla. Fantastic Freedom. Ja, bei mir sehe ich aber gar nichts. Ich muss pinkeln, Leute. Verdammte Axt. So. Ich muss auf Toilette. Mach mal das hier zu. Mach mal den zu. Machen wir den zu. Machen wir den zu. Reboot tut gut. Ja, ja, wahrscheinlich. Wir rebooten. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss wohin. Nützt nichts. Werbung bitte. Hilfe! Meine Blase!
Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Das ist echt ein brutaler Raum. Ja. Warum ist der Rechner jetzt ausgegangen? Das hat mehr Stufen als ein Threadripper-Kern. Ja, das sind zwei Stockwerke. Zwei Stockwerke, Penner. Zwei. Ich habe ihn heruntergefahren. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das kann überhaupt nicht sein. Das heißt, ich muss ihn jetzt nochmal rebooten. Nee, muss ich nicht. Theoretisch. Okay. Tricks! Kann auch ein Beta-Treiber liegen oder so. Der liest halt einfach gar nichts aus, gell? Kein Support für Vega, ja. Bei dir ist es genauso. Vielleicht war ja Software dabei. Mal geguckt. Ich habe kein CD-Laufwerk in diesem Rechner. Verdammte Axt. Was gibt's denn hier für Version von 2017. Von Mai 2017. Kann ich eigentlich veräppeln oder was? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wo ist Trix? Trix! Als Admin. Stealth ist minus 5%. Plus 5%. Cooles Tool. Echt nicht schlecht. Gute Nacht, Penner. Battlefield Raytracing Performance. Ja. War ja zu erwarten, oder? Settings. Tja. 6.5er wurde zurückgezogen. Naja, hier geht nichts. Here goes nothing. Please take a look at the scores. Aber vielleicht geht mit ASRock RGB LED ja was. Alles ist grün. Naja, ich glaube nicht. Tangiert die Grafikkarte nicht. Red Dead Revolver. Es interessiert die Grafikkarte nicht. General Ludendorff hat ein Video gepostet. Probiere mal das. Trix Nitro Glow. Ah, guck mal. Trix Nitro Glow. Nein, jetzt bin ich wieder so Käseseite hier. Wo ist das? Wartet mal, du postest mir das jetzt gleich nochmal. Ich komme mal kurz hier an dem Rechner in den Chat. Und dann postest du das bitte nochmal. So viele Zuseher, unglaublich. Bitte nochmal posten, danke. Dann kann ich es anklicken. So, wunderbar. Dankeschön.
Hallo? Pure Blue. Oh, der Wahnsinn. Leute, was ist denn da los? Sie ist der RGB. Warten Sie mal. Immer diese Spezialisten hier. Hier, Rainbow. Somewhere over the... Was halt, ich glaube, bei der Limited sind dann halt diese, diese Umrandung der Lüfter noch das, was leuchtet. Color change by PCB. Temperature. Color change by fan speed. Man kann einen Custom Color machen. So hier so. Tada! Women's Edition. Kackbraun. Ryzen. Orange ist total schwer, oder? Für das ist irgendwie dieses Ryzen Orange ist nicht kompatibel mit RGB. Na, so geht's. Custom Color bitte 118-185-0. Wenn ich es eingeben könnte, würde ich es eingeben. Scheiß Software. Was ist denn das ungefähr? Ach, nix. Komm, sag mir, wo muss ich denn hin? Dem Nico seine Farbe. Der Nvidia-Farben. Grün ist das. Ach du Scheiße. Die Grünwert ist hier immer bei 255. Na, das kannst du leider knicken. Turn off. Man kann es auch einfach ausmachen, wenn es auf den Sack geht. Oder man kann auch die Helligkeit justieren. Schön. Na, siehst du, was man nicht alles so rausfindet. Custom Color. Ich finde, Rot hat ja auch was, ne? So richtig geiles Rot. Rot sieht schon geil aus. Und Grün sieht mehr Watt. Rot ist schon geil. Ja, perfekt. Warum ist dieses Tool nicht auf der deutschen Seite verlinkt? Warum? Ist deine jetzt auch rot? Rot ist schon fett. Merkt er sich das denn? Wahrscheinlich nicht. Warte mal, ich starte mal neu. Noctua Braun, ja. Wobei ich ja an dem Noctua auch diese roten Elemente habe, ne? Das Board leuchtet jetzt... Na gut, das Board leuchtet jetzt blau. Ich habe das Board gerade an die Grafikkarte angepasst. Laut wird die nicht, nee. Laut wird die nicht. Der Speicher war vorhin irgendwas in den mittleren 70ern, glaube ich. Und der Chip selber war unter 70 tatsächlich. Weil 70 ist auch das Temperaturziel bei der Karte. Gute Nacht, Max Hardcore. Naja, hat sich das tatsächlich gemerkt. Mal gucken, ob er sich das auch merkt, wenn ich runterfahre. Also ich muss ich muss dir sagen, als ich dir das erste Mal eingebaut hatte und mal kurz angetestet hatte, dachte ich mir auch nur, meine Güte, zirpen die vor sich her. Und dann habe ich ja die ganze Nacht gemacht, da Bastelnacht gemacht. Und da haben wir das halt auch so ein bisschen gehört. Jetzt bei einer Karte hier, kann natürlich auch nur sein, dass nur eine der beiden zirpt, sag ich mal, ne? Die ist auf jeden Fall sehr gediegen. Was machen wir Schönes? Oh, sie merkt sich das. Ist immer noch rot. Cool. Das ist doch voll Töfte. Können wir jetzt hier mal Last drauf geben.
Man hört ein bisschen was. Ich mach mal den Deckel auf. Von Ben stört. Danke für die Info. Man hört sie ein bisschen säuseln, klar. Muss ja auch gut was wegschaffen. Die ist schon extrem sexy, ne? Also rot auf schwarz, alter Falter. Ganz leichtes Spulenfiepen, aber das ist wirklich leicht, also. Das ist High FPS. Kommt halt davon, ob es dich stört. Stört es dich vom Geräuschpegel her? Oder stört es dich einfach nur für den Fakt, dass es da ist? Weil ich glaube, das ist bei dieser Sapphire generell schon so ein gewisses Problem einfach. Ja, Trix Nitro Glow wollte ich gar nicht rein. Die Farbe gefällt mir ja. Ja, bei hohen FPS, das ist ja ganz normal, ne? So, Board auch wieder auf Rot hier. Sieht nicht wirklich rot aus. Wo ist denn hier rot? Hallo? Wo ist denn hier rot? Kriegen wir da auch ein Rot hin oder was? So, Rot ganz hoch, den Rest runter. Verdammte Axt. So. Okay. Wie lang ist die Vega? Sehr lang. 31 cm, glaube ich. Ja, genau, Vela. Das habe ich gerade gemacht. Ach, das ist jetzt ein schöner Bild. Tja, Rip, tut mir leid. Schick sie dir nicht zu. Das sieht echt gut aus. So, irgendwer wollte hier noch PUBG kurz sehen. Das machen wir ganz kurz und dann muss ich auch ins Bett. Der Battle Eye Launcher. Battle Eye Launcher in the morning. Länge, Gewicht, Geschwindigkeit. Ja, Mann. Der Rip hat ein Grafikkartenquartett noch von der Radeon 2900er Zeit und so. Das hat er. So ein richtiges ATI-Kartenspiel. AMD-Fanboy. Ja, ja. Ich bilde mir ein, mit den Produkten tendenziell mehr Spaß zu haben. Warum auch immer. So, das ist jetzt wieder. Das ist wieder 4K, das ist ja Quatsch. Wir wollen ja Full HD Performance sehen. Full HD, sehr niedrig. Und jetzt bei 200 FPS höher ist sie. Nee, ich mag meine 56er mag ich auch sehr gut leiden. Die leuchtet ja auch rot. Rot oder blau. Ich habe ja die 56er mit dem Referenzradiallüfter.
Wie wir sehen, PUBG läuft auf einem CPU-Kern, nicht mehr. Und jetzt hören wir die Karte natürlich. PUBG ist so hässlich. Ja, auf sehr niedrig auf jeden Fall. Ja. Also wir hängen gerade im CPU-Limit, weil die Grafikkarte läuft mit 29 MHz. Was? Auslesefehler. Ululu. Ah, okay, werden doch mehr CPUs genutzt. Mega. Ja, Grafikkarte wird natürlich nicht ganz ausgefahren. CPU-Limit am Start. Ja, ne? Ist schon okay so. Und wie spielt man das Spiel eigentlich? Wie war das noch? Die Kantenglättung lässt man auf hoch oder ultra, genauso die Nachbearbeitung. Die Schatten setzt man auf niedrig, die Texturen auf hoch, die Effekte auf niedrig, das Laub auf sehr niedrig und die Sichtweite lässt man auf ultra. Irgendwie so spielt man, glaube ich, PUBG. Sowas in der Art. Something like that. Schon ewig nicht gespielt. Und bei den FPS-Raten, ja, ist er jetzt auch. Ja. Stromverbrauch ist jetzt ähnlich wie bei Tomb Raider. Yippie! Get down on it. Okay, die hat nur Einzel- oder Stoß. Okay. Ich sehe hier eh keine Gegner. Ich höre sie nur. So, Weste, voll ausgerüstet. Los geht's. Ja, gerade eine Vega. Ja, genau. Mit dem Silent BIOS. Schüsse sind so geil laut in dem Spiel. Ist unfassbar. Schalalalalalala. Das muss so aussehen. Delta Force 2018. Ja. 2018. Don't you know, pump it up.
Das ist halt auch schön, wie Vega sich immer wieder so runtertaktet, wenn sie nicht ausgelastet wird. Schon eigentlich ganz geschickt, wie der Chip mit seinen Ressourcen umgeht. Ein Laseraufsatz. Was geht denn jetzt ab? Hab ich noch nie gesehen. Cool. Okay. Mesel, ja, ich auch. Verdammte Axt. Gute Nacht. Danke fürs Einschalten. Das ist keine Tür. Wie weit habe ich es denn noch? Red Dot. Das ist keine MP. Stückchen. Gute Nacht, Magic M. Ich habe noch gar nicht geschossen. Voll unfair. Ich meine, hinter mir müssen sie ja irgendwann mal kommen, aber die drei Leute da. Hier liegt eine Zweierweste drin, wie schön. Leichter Griff. Hier bin ich. Können wir in-game auch auf 1440 wechseln? Jo. Naja. Man muss das halt immer in Relation sehen, wie viel spielt man denn, ne? Guck mal, hier taktet sie niedriger als in Rise of the Tomb Raider. Das ist ganz faszinierend. Kann nur an der roten... RGB-Einstellung liegen. Bei dem Desktop läuft die Karte ja mit unter 30 MHz, also. Man hätte 400 Watt? Oh mein Gott. Was? Arsch. Nimm nur die Granate, du hast eine Granate. Mehr Glück als Verstand. Ich mag den Punkt, aber ich brauche nicht dieses COD-Käse da. Ich mag den Punkt. Oh mein Gott. Es gibt also Leute, die sind schlechter als Icke. Cubisierter. SLR. Ich hab keine Ahnung. Jetzt habe ich die behalten, obwohl ich für die kaum noch Muni habe. Egal. Run, Forest! Vor allem hat die 7er. Na egal. Wie schießt die überhaupt? Was ist das überhaupt, was ich habe? Dreierrohr. Ach du Scheiße.
So als Handicap wie beim indizierten Shooter bei zu viel Moonshine. Halbautomatische Sniper. Okay. Piu, piu, piu. So ein Ding, ja. Wenn die rülpsen müssten, das wäre auch geil, ja. Ist halt immer so das Übliche bei dem Spiel. Nee, da ist ein 2.6er drin. Ryzen 5 2.6, aber übertaktet auf 4.1. Also 6 Kerner, 12 Threads. Mein goldener 2.6er, der 4.1 mitmacht. Eine Pistole. Will man die? Schalldämpfer. Geil. Jetzt bräuchte ich nur ein bisschen Dingensmunition. Kennst du auch Joint Operations? Nee. Sind 1600 da, ja, ist doch schön, ja. Das können wir alles nicht abgewinkelt oder der Gerade. Ich weiß es nicht. Den tun wir mal weg. Wobei, Griff ist doch geiler als dieses Laser-Dings da. Was will denn ein Laser-Aufsatz? Jetzt beginnt es auch noch zu regnen. Bräuchte mal so ein bisschen 9 mm. 9 mm. Nimmt doch sonst keiner mit. Right into the bombing zone. Freeze! Und jetzt? Ja, genau. Der hat mich angezeigt, der Typ. Das war's, ne? Da geht nichts mehr, oder? Oh. Ja, hat ja fast Spaß gemacht. Feierabend, richtig. Ja, ich glaube, hier passiert nichts mehr. Freunde der Bastelnacht, danke fürs Einschalten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habt einen schönen Freitag. Liegt daran, dass sich die Vega gelangweilt hat. Naja, so semi, ne? Aber hey, ich weiß, dass das eine RGB-LED ist, dass man die einstellen kann. Endlich zurück an die Arbeit für Nico. Danke für deine Tipps. Hey, bisschen Progress in Rise of the Tomb Raider. Ha? Was sagt ihr dazu? Ein Träumchen, oder? Wann bist du immer on? Du, wir sind ja jeden Tag on. Mein Tag, mein fester Tag ist der Samstag, wobei ich den natürlich auch ab und zu mal abgebe, wenn ich dann mal einen Abend mit meiner Frau haben möchte. Aber wer weiß, ob wir uns morgen schon wiedersehen. In irgendeiner Form. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Einfach folgen, sich benachrichtigen lassen von seinem Gerät der Wahl und dann reinschauen. Und man kann auch bei den Jungs reinschauen. Das sind nämlich alles total gesellige, nette Typen. Und mit denen kann man auch ein Schwätzchen halten über Gott und die Welt.
Frau, pfff, Vega 64 viel besser. Auf jeden Fall mein Tipp, benutzt das Silent BIOS. Das ist einfach ausgewogener, viel ausgewogener. So, tschüss, auf Wiedersehen. Bis dahin.